Hallo ihr Lieben, ich grüße euch ganz, ganz herzlich zu einem neuen Video von mir. Dieses Video wurde wirklich sehr häufig angefragt, vor allem von denjenigen, die mir auf Instagram folgen, denn da nehme ich euch ja auch Tag ein, Tag aus mit durch unseren Alltag und da kommt es immer wieder vor, dass ich mir meine Nägel lackiere oder über das Thema irgendwie zu sprechen komme, wie dem auch sei, kommen immer und immer wieder wirklich täglich Fragen dazu. Es ist nämlich kein normaler Nagellack, es handelt sich hierbei um Shellack und ich glaube, ganz, ganz viele haben daran Interesse und die Fragen sind fast immer identisch und deswegen habe ich gedacht, werde ich jetzt ein Video dazu machen, um immer wieder, wenn Fragen dazu kommen, auf dieses Video hinzuweisen, den Link durchzugeben und genauso hier auf YouTube hatten auch schon einige dazu Fragen, denn es ist für alle Beteiligten die einfachste Lösung und da ich meine Nägel sowieso machen musste, hat es natürlich gepasst wie die Faust aufs Auge. Und weil ich wusste, dass ich dieses Video drehen werde, hatte ich ja einen direkten Aufruf gestartet, das heißt, ich habe alle Fragen von euch gesammelt, es sind eigentlich auch fast immer dieselben Fragen, die zusammengekommen sind und werde die in diesem Video beantworten, so gut es geht natürlich und auch so kurz und knackig wie möglich, weil eigentlich beantworten sich die Fragen, glaube ich, nachher durch dieses Video auch schon von selbst und die, die noch offen sind, werde ich beantworten und sollte ich irgendwas vergessen haben oder es sind doch noch andere offene Fragen im Raum, stellt mir die gerne unten in die Kommentare, dann versuche ich da auf jeden Fall nochmal drauf einzugehen. Im Hintergrund, falls ihr es hören solltet, schläft die kleine Rosalie, die liegt nämlich in der Federwiege. Vielleicht, ich weiß nicht, ob man es durchs Video hören kann, nur dass ihr da Bescheid wisst. Und ich lege jetzt einfach mal los und ich finde es, glaube ich, ganz wichtig, auch grundlegend zu wissen, was Shellack ist. Das ist einfach eine Mischung aus Gel und aus Nagellack. Wobei ich sagen muss, dass ich eben Shellack so gut finde, weil es eben viel natürlicher aussieht. Also bei Gelnägeln finde ich oftmals so, dass man das extrem stark sieht, weil es halt so dicke Schichten sind. Und so ein Shellack sieht wirklich aus wie ein ganz normaler Nagellack. Laut unterschiedlichster Anbieter auf dieser Welt hält er bis zu 3 Wochen, also wird versprochen auf jeden Fall, ist kratz- und stoßfest. Und ich muss wirklich sagen, wenn man den Dreh erstmal raus hat, funktioniert es wirklich schnell. Am Anfang, so wie es bei vielen Sachen im Leben ist, braucht man denn doch ein bisschen, bis man sich eingefuchst hat. Aber das ist eben auch eine reine Übungssache. Ich bin, glaube ich, vor knapp 3,5 Jahren auf das Thema Shellack gekommen, weil wer schon lange meine Videos verfolgt, weiß, dass ich Nagellack über alles liebe. Und bevor wir Kinder hatten, habe ich mir auch, glaube ich, jeden zweiten Tag oder spätestens jeden dritten Tag meine Fingernägel lackiert, weil für mich persönlich sind lackierte Fingernägel ein Accessoire. Das einzig Doofe ist halt immer gewesen, man hat da sonst was für Kunstwerke gemacht, stundenlang gewartet, bis sie getrocknet sind und schwupps, am gleichen Tag, wenn man richtig Pech hatte, ist man irgendwo gegengekommen und dann ist es vorne schon abgeplatzt. Und ich hatte, wenn ich wirklich Glück hatte, mal 3 Tage was von einem Nagellack und musste dann aber spätestens auch wieder neu lackieren. Und gerade als Mami hat man natürlich noch viel, viel weniger Zeit. Und da ich es immer schon geliebt habe, bin ich eben nach der Entbindung von Hayley irgendwann drauf gekommen, weil ich meine nicht lackierten Fingernägel nicht mehr sehen konnte. Und das Ganze habe ich nämlich durch meine Freundin Natalie erfahren. Die hat das schon ewig und 3 Tage gemacht, habe mich dann belesen, habe YouTube-Videos geguckt und habe dann gedacht, komm, ich probiere es einfach mal aus. Und meine allererste Shellack-Marke war CND. Ich habe mir das Ganze bei Amazon bestellt, also das, was ich geglaubt habe zu brauchen, durch mein Belesen und durch YouTube-Videos und hast du nicht gesehen. Also ich war nicht irgendwie im Nagelstudio und habe das mal beobachtet oder so. Einfach, ja, selbst quasi mir das beigebracht und habe mir das nach Hause liefern lassen. Das ist natürlich der Vorteil. Man kann es zu Hause machen. Es gibt ja so viele Starter-Sets. Wobei in CND die einzige Marke ist, wenn ich richtig liege, die eben nur wirklich an Nagelstudios liefert. Und da fing es eigentlich schon an. Es war schwierig, Nagellacke zu finden. Die Auswahl war eben nicht ganz so groß. Und ich hatte eben Glück, dass ich noch ein paar Sachen von meiner Mama, ehemals Annie, so UV-Geschichten hatte und habe alles einfach zusammengepuzzelt. Also ich hatte kein Starter-Set mit allen Produkten, jetzt zum Beispiel von CND. Aber es hat im Endeffekt trotzdem funktioniert. Ich bin dann irgendwann davon abgekommen, weil Natalie ein leider Fake-Produkt auf Amazon bestellt hatte. Und das war mir einfach zu riskant. Ich glaube, die hatte richtig totale Entzündung an dem Finger oder so. Ich weiß es nicht mehr, aber ich bin da total so eine Schissbüchse. Deswegen kann ich hier und jetzt sofort schon euch raten, immer Originalprodukte zu kaufen. Lasst euch bloß nicht lumpen, gerade mit solchen Geschichten, weil das ist ja auch alles was Chemisches. Da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Und habe mich dann halt erstmal davon verabschiedet und normal wieder Nagellack getragen oder eben auch gar nichts, was mich natürlich frustriert hat, denn ihr wisst ja, ich mag Nagellack. Und irgendwann sagte Natalie zu mir, ich werde ihren Kanal unten übrigens nochmal verlinken, die ist nämlich auch auf Instagram
Instagram und YouTube aktiv, Real Natalie, ist sie auf jeden Fall auf Jollibee gestoßen. Und dann habe ich mich da wieder belesen und eingefuchst. Und sie war so zufrieden, dass ich gesagt habe, jetzt oder nie, habe mir dort dann das Starter-Set gekauft. Das sind die Jollibee Laveni Shell-Lacke. Und da gibt es unterschiedliche Sets. Und ich habe dieses Basic Set genommen, wo auch ein paar Sachen drin ist, die ich bis heute noch gar nicht gebraucht habe. Also ich schätze mal, ich hätte auch das noch günstigere nehmen können. Das war nämlich mega im Angebot und das war das Ausschlaggebende, dass ich einfach mal gedacht habe, probiere es einfach nochmal neu aus. Packe ich euch auch unten alles in die Infobox. Ich versuche es so gut es geht sowieso alles zu verlinken. Und für mich ganz ehrlich muss ich sagen, das Entscheidende und Allerbeste, da wo ich die Sachen kaufe, das ist ein Online-Shop. Pretty Nails 24 oder ich weiß es nicht. Ich packe euch wie gesagt alles unten in die Infobox rein. Ihr bekommt dort alles, was ihr braucht. Also ich muss nicht in den Shop und da online gucken und hier nochmal. Es gibt dort alles. Alles für Shell-Lacke, alles für Gel, Schieß mich tot, Acryl und der Markt bietet ja so viel an. Und alles an Nagelfeilen, die Lampen, Handtücher. Also quasi, um ein Nagelstudio auszustatten. Ihr müsst euch das einfach mal angucken. Also wirklich Wahnsinn, was es alles so gibt. Nichtsdestotrotz zeige ich euch jetzt mein Starter-Set. Ich werde euch zeigen, wie ich meinen Lack abmache und wieder dran mache. Ich denke, dann werden schon so zu 90% die Fragen beantwortet sein und alles weitere machen wir dann danach. Und ganz wichtig, Leute, merkt euch das bitte, ich bin kein Profi, ich habe das nicht gelernt oder sonstiges, ich habe mir das alles selber beigebracht und es gibt bestimmt 100.000 Wege, das anders zu machen, genauso wie es hunderttausende dieser Art von Videos hier schon auf YouTube gibt, aber das ist meine Weise, das ist so, wie ich es mache und ganz zufrieden bin und ich habe schon durch dieses viele Machen, ich glaube, ich habe das Ganze jetzt ein Dreivierteljahr oder so, schon ein paar Tricks für mich rausgefunden. Das lag mir auf jeden Fall nochmal auf dem Herzen loszuwerden, weil es ist natürlich keine Garantie. Nur weil es bei mir funktioniert, heißt es nicht, dass es bei euch klappen muss oder dass ihr damit zufrieden seid. Wie gesagt, das ist hier alles nur ein reiner Erfahrungswert meiner Seite und vor allem natürlich auch, wenn ihr minderjährig seid, immer alles nur mit euren Eltern zusammen. Aber ich höre jetzt auf zu sappeln. Also in meinem Starter-Set befand sich unter anderem natürlich die LED- bzw. UV-Lampe, der Remover, Glossy Cleaner, Nagelclips, dann einmal Remover-Pads, da sind 100 Stück drin, eine Nagelfeile mit einer 100- und 180er Körnung, ein Buffer, genauso wie Werkzeug, um das Ganze abzutragen und ein Dehydratorstift. Und dann einmal den Basecoat, ganz wichtig, der Topcoat und etliche Farben. Aber ich werde euch den Link unten in die Infobox packen und dann könnt ihr euch das genauer nochmal anschauen. Aufbewahrt tue ich das Ganze in einer Art Lebensmittelbox. Das hat irgendwie quasi zweckentfremdet, total praktisch mit einzelnen Fächern. Da habe ich alles untergebracht, was ich auch zusätzlich noch gekauft habe zum Starter-Set. Nämlich super praktisch, weil man halt alles, was man benötigt, mobil an Ort und Stelle mitnehmen kann. Außer die LED-Lampe, die habe ich einfach in einer Tüte verstaut. In der Regel hält bei mir der Shell-Lack wirklich 3 bis 3,5 Wochen. Das Einzige, was passiert, ist, dass er rauswächst. Es sei denn, ich knibbel dran rum und versuche wirklich, ihn abzupulen. Was nicht funktioniert, da muss das Werkzeug ran. Und wie das geht, das zeige ich euch jetzt. Aber als allererstes, bevor ich irgendwas an meinen Fingernägeln oder Händen mache, desinfiziere ich sie. Als allererstes wird der Nagel aufgeraut mit einer Feile und ganz wichtig, vorsichtig und ohne Druck, damit ihr eben euren eigenen Nagel nicht verletzt, bis der Lack nicht mehr glänzt. Dann gebe ich 1-2 Tröpfchen von dem Remover auf ein Remover-Pad und drücke das gegen den Nagel und umwickle den Finger und drücke so ein bisschen gegen, dass es halt fest ist und das Ganze schön einwirken kann. Das braucht nämlich so um und bei 5 bis 10 Minuten. Kleiner Tipp am Rande, es funktioniert auch mit acetonhaltigem Nagellackentferner. Das Aufrauen macht man natürlich mit jedem Finger, aber für das Video, damit wir hier nicht Stunden sitzen, habe ich euch das nur an einem gezeigt. Und ihr könnt jetzt den Nagelclip verwenden, dann habt ihr mehr Druck, dass die Flüssigkeit schneller und auch besser einwirken kann. Nach den besagten 5 bis 10 Minuten nehmt ihr die Clips dann ab, wenn ihr sie überhaupt benutzt habt. Dann anschließend einfach nur die Folie und dann kann man sehr gut erkennen, wie der Shell-Lack durch die Remover-Flüssigkeit aufgeplatzt ist. Und dann heißt es, nur noch ganz vorsichtig mit dem Werkzeug den aufgeplatzten Shell-Lack abkratzen. Ich meine wirklich vorsichtig. Ich nehme mir dafür wirklich immer sehr, sehr viel Zeit. Ich möchte schließlich nicht meinen eigenen Naturnagel beschädigen. Und ich glaube, das ist auch der Part, wovor die meisten immer Angst haben. Aber wenn ihr wirklich gewissenhaft
vorgeht und merkt vielleicht auch, okay, der lässt sich nicht abkratzen, dann müsst ihr einfach nochmal die Folie drum wickeln und vielleicht ein, zwei Minuten länger warten, dass die Flüssigkeit einwirken kann. Wenn noch kleinste Farbreste zu sehen sind, gehe ich immer ganz vorsichtig, die Betonung liegt wieder vorsichtig, mit dem Buffer entlang und gleiche das Ganze aus. Dann geht es ans Kürzen, Feilen und Nagelhaut zurückschieben. Ich brauche immer kurze Nägel, deswegen knipse ich mir die ab, feile mir die dann noch zurecht. Wer es lang mag, macht dann halt nur diesen Part. Aber was auch wichtig ist, die Nagelhaut zurückschieben. Wenn das erledigt ist, ob es eine Neumodellage ist quasi oder nachdem man den alten abgetragen hat, der Schritt ist gleich, was die Nagelpflege angeht, kommt der schönste Part, nämlich das Auftragen. Dazu brauchen wir Basecoat, Topcoat, den Glossy Cleaner, ein bisschen Zelluletten oder Wattepads, das ist ganz egal. Und natürlich die Qual der Wahl, welche Farben benutze ich. Und da habe ich mir zusätzlich mal so eine Nagelräder bestellt, damit ich eben gucken kann, wie welcher Lack aussieht. Das habe ich dann auch getan und mich diesmal für Purple Bordeaux entschieden. Und dann brauchen wir für den allerersten Schritt den Base Coat. Den trägt man wirklich hauchdünn wie einen ganz normalen Nagellack auf seinem Nagel auf. Was ich mir auch immer bereitlege beim Auftragen, ist eine Zellulette oder wie gesagt ein Wattepad getränkt mit dem Remover oder eben dem Nagellackentferner, der Aceton enthält, und ein Rosenholzstäbchen, das ich nämlich im Fall der Fälle, wenn ich kleckere, das ausbessern kann. Und dann geht das Ganze für 30 Sekunden unter die LED-Lampe, also es geht wirklich blitzschnell. Direkt danach kommt schon die nächste Schicht drauf, nämlich die Farbe. Und es kommt halt drauf an, wie deckend der Lack ist, den ihr euch ausgesucht habt. Es gibt ja unterschiedliche und dementsprechend kann man ganz individuell natürlich gucken, nämlich eine Schicht, zwei Schichten, drei, vier oder fünf. Das kann man wirklich machen, wie man lustig ist. Grundsätzlich kann ich sagen, benutze ich meistens immer zwischen zwei und bei Pastelllacken eigentlich immer so drei Schichten. Und dann geht das Ganze für 30 Sekunden wieder unter die LED-Lampe und so arbeitet ihr euch Schicht für Schicht vor, bis es euch halt gefällt von der Farbintensität her. Ganz wichtig ist eben, dass ihr dünne Schichten auftragt, damit wir eben diesen natürlichen Effekt haben. Und zu guter Letzt kommt der Topcoat ins Spiel. Der versiegelt alles, was wir bis dato gemacht haben. Wenn ihr längere Nägel habt, dann würde ich auf jeden Fall darauf achten, dass gerade auch unterm Nagel oder am Nagelrand extra nochmal schön versiegelt wird, dass ihr das nicht vergesst. Und ansonsten tragt ihr eine ganz normale Schicht auf jeden Fall nicht zu dick, denn lieber nochmal was am Fläschchen abkratzen. Und nach dieser letzten Schicht geht das nochmal einmal 30 Sekunden unter die Lampe und erst jetzt wird das allererste Mal die sogenannte Schwitzschicht entfernt. Und da kommt nämlich der Glossy Cleaner ins Spiel. Das mache ich mit allen Fingern. Was ich dann immer nochmal mache, ist entweder ich gebe ein Nagelöl auf die Finger oder beides und creme sie mir nochmal ein. Und dann haben wir richtig schöne, fertige Fingernägel. Ich habe es eben ja mehrmals betont, es ist wirklich wichtig, dass man das ganz sachte und vorsichtig macht. Das kann ich in diesem Video gar nicht oft genug sagen. Wenn man dann natürlich drauf rumschrubbt und unter Zeitdruck das Ganze macht, dann ist es vielleicht klar, dass man sich den Nagel richtig schön versaut und sich da solche Entzündungen bilden, die man sich niemals hätte erträumen können. Deswegen nehme ich mir immer die Zeit dafür, denn es lohnt sich ja bei mir. Es hält ja 3 Wochen und dafür investiere ich eben gerne denn diese Zeit, das Ganze behutsam abzumachen. Ich habe für mich auf jeden Fall festgestellt, wenn ich den Remover aufgebraucht habe, reicht mir denn der Aceton-Nagellack und ich werde auch nicht mehr die Remover-Pads kaufen, die waren ja nun mal mit im Set dabei. Ich werde einfach Wattepads durchschneiden und dann das Ganze mit den Nagelclips abmachen. Aller Anfang ist schwer. Ich habe mit Sicherheit die ersten Male ewig gebraucht. Man muss sich natürlich auch erstmal reinfuchsen. Ich habe natürlich auch experimentiert. Ich zum Beispiel brauche diesen Dehydratorstift nicht. Das hielt bei mir weniger, als wenn ich ihn drauf mache. Wenn ich meine Nägel nicht anreiße,
rauer, hält es weniger. Wenn ich sie anraue, hält es länger und so weiter und so fort. Also man muss selber für seine Nagelstruktur und für seine eigenen Erfahrungen gucken, was halt passt und was nicht. Und irgendwann hat man so den Dreh raus. Das nur nochmal so by the way. Und jetzt werde ich mich einmal um eure Fragen hier noch kümmern, die offen geblieben sind. Wie zum Beispiel, sind sie für dünne und weiche Nägel geeignet? Also ich muss ganz ehrlich sagen, wie gesagt, ich bin kein Fachmann, aber ich würde, wenn man schon ganz empfindliche, dünne, weiche Nägel hat, vielleicht die Finger davon lassen. Ansonsten, wenn es nur dünne Nägel sind und man keine empfindlichen, schmerzhaften Nägel hat, kann man es natürlich machen, weil es auch so ein bisschen den Nagel verstärkt. Aber ich würde mich auf jeden Fall in einem Nagelstudio beraten lassen, ob man sagt, kannst du ruhig machen oder wir machen das lieber vorab oder aber lass die Finger davon. Wird der Naturnagel beschädigt, habe ich ja im Prinzip schon gerade beantwortet, jetzt wird Rosalie fach. Man muss es alles behutsam angehen. Kann man Nagellacke als Farbschicht verwenden? Ich meine, meine Mama hat das einmal gemacht, aber das Ganze muss ja auch trocknen und es hält nicht mal ansatzweise so lange wie eben die richtigen Shell-Lacke und ich probiere da auch gar nicht weiter aus. Ich nehme immer die Originalgeschichten, damit da weiter nichts schief gehen kann. Neonail oder Jolifine? Ich bin ja jetzt bei Jolifine und das gefällt mir und da bleibe ich jetzt auch erstmal. Hält der Lack auch, wenn man enge Gummihandschuhe trägt? Das kann ich gar nicht beantworten, weil ich irgendwie nie lange Gummihandschuhe trage. Es sei denn zur Gartenarbeit, aber es ist ja auch nicht lange und da hat es ganz normal gehalten. Hast du für uns einen Rabattcode? Leider nicht, weil ich mit der Firma nicht zusammen kooperiere. Ich habe alles selber bezahlt. Hält es bei langen Nägeln genauso gut? Das kann ich euch nicht sagen, weil ich ja immer kurz trage. Aber ihr habt ja im Video auch gesehen, wie stark die rausgewachsen sind. Und selbst dann ist nichts abgesplittert. Und es kommt natürlich darauf an, wie lang sie sind. Man muss es halt dann sehr, sehr gut mit dem Topcoat und dem Lack an sich auch versiegeln. Und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass es funktioniert. Aber da sind wir wieder beim Thema Experimentieren. Man muss es einfach mal ausprobieren. Preis-Leistung in Ordnung. Absolut. Also ich bin sowas von zufrieden. Man darf ja nicht vergessen, was so eine Neumodellage in einem Nagelstudio kostet. Das habe ich ja quasi schon nach dem zweiten Mal wieder raus. Und deswegen kleiner Tipp, kauft es auf jeden Fall, wenn die Sachen vielleicht gerade preislich im Angebot sind. Meine Lieblingsfarben sind aktuell diese, die ich aufgetragen habe, also Purple Bordeaux, weil es die Farbe ist, die meine Lieblingsnagellackfarbe von Essie Wicked, die treuen Tomaten unter euch wissen das, am ähnlichsten ist. Er hat nur einen kleinen lila Touch und der von Wicked ist mehr so bräunlich, aber man sieht es einfach nicht. Deswegen, das ist mein Top-Favorit. Und Dark Hibiscus, genauso wie auch Nude Apricot. Aber diese Pastelltöne trage ich lieber im Sommer, wenn man ein bisschen brauner ist. Jetzt fängt sie an zu meckern. Sie hat nämlich Schluck auf, das mag sie gar nicht. Süße. Ist das doof, wenn man Schluck auf hat? Ich habe mir jetzt den kleinen Spatz mal auf den Schoß geholt. Bin aber auch so weit durch. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, schreibt mir alles sonst in die Kommentare. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich euch inspirieren konnte, dass da vielleicht der ein oder andere Tipp mit dabei gewesen ist. Oder aber vielleicht seid ihr die Vollprofis und habt für mich und für all die anderen, die das Video gucken oder die Kommentare lesen, auch noch den ein oder anderen Tipp. Das wäre natürlich fantastico. Ansonsten beende ich jetzt das Video, wünsche euch einen wunderschönen Tag. Hoffe, es hat euch gefallen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Macht es gut und bis dann. Tschüss!